Hier ist Ronja und willkommen zum Mobile Game Monday. Das Format, in dem wir jeden Montag neue Mobile Games ausprobieren. Falls ihr die letzte Folge Mobile Game Monday noch nicht gesehen habt, schauen wir über euer Haupt. Aber hier oben bei mir ist die Playlist verlinkt und dann könnt ihr die Folgen nachgucken und seid auf dem aktuellen Stand. Heute probieren wir ein Spiel aus, über das ich mich sehr freue. Daher kommt meine gute Laune. Und zwar Subway Surfer. Das habe ich damals schon mal auf dem Handy gespielt. Das war mein Go-To-Spiel, ja. Was ich auf dem Handy gespielt habe. So, wenn ich im Bus saß oder wenn ich irgendwie nichts zu tun hatte in der Mittagspause, dann, oder auf langen Autofahrten gegen meinen Bruder, haben wir dann immer versucht, den größtmöglichen Highscore zu machen und haben so ein bisschen, ach, das ist so ein tolles Spiel. Wir haben das damals noch gespielt auf dem ersten iPod Touch, der rauskam. Den hatte nämlich meine Mama gekauft und das war super neu. So generell Touchscreens, das war ein Ding, das gab's noch nicht, okay? Ich bin damit aufgewachsen, dass es diese blöden Tastentelefone gab. So alt bin ich, okay? Auf dem Level. Nein. Ich sag das nur, weil wahrscheinlich viele von euch als, keine Ahnung, in der Grundschule schon irgendein Touch-Handy haben und ich saß dann da und hatte mein blödes, nee, ich hatte in der Grundschule noch gar kein Handy, aber als die Touchscreens rauskamen, vor allem die guten und nicht die aus Plastik, wo du mit Druck arbeiten musstest, sondern wirklich die guten mit Glasdisplay, wie zum Beispiel beim ersten iPod, dann haben wir halt die ganze Zeit, also mein Bruder und ich, den iPod von meiner Mom ausgeliehen, um Spiele zu spielen. Unter anderem sowas wie Temple Run oder Subway Surfer, was ja vom Prinzip sehr ähnlich ist. Und ich habe mir gedacht, wir fangen heute mal an mit Subway Surfer, weil ich hyped bin. Und ich hoffe, ihr seid es auch. Ich bin hyped. Allein die Musik. Okay, und wir rennen vor dem Zombie-Mann weg. Entschuldigung. Oh, ich muss für den Pfeiltasten spielen. Ich habe gedacht, ich kann mit WASD spielen. Ey, das ist Tutorial, obviously, weil... Warum ist das so laggy? Entschuldigung. Warum laggen wir? Habt ihr auch das Gefühl, wir laggen? Oder habe ich nur das Gefühl, wir laggen? Das könnte natürlich bei späteren Schwierigkeiten problematisch werden. Irgendwie, der Modus pöbelt immer rum. Ich habe ein Hoverboard. Okay, das hatte ich vorher nicht, ja? Alles klar, I see. Wir haben das Haar eingecashed. Wir sammeln Münzen. Effektiv. Ich hab das. Oh, dann ist so die Musik, die da im Hintergrund kommt. Die ist so gut. Ich hab das so gerne. Wir spielen auch nicht mehr. Gute Nachrichten. Ich hab das früher so gerne gespielt. Ich hab das so ewig nicht mehr gespielt. Oh, ich lade mir das wieder auf mein Handy runter. Ich bin so hype. Es ist so super. Ich weiß gar nicht, ob ihr den Value von dem Ganzen hier erkennt. Ich glaube, das Tutorial ist auch vorbei. Das war ja nur die ersten paar Sekunden. Und beim Tutorial hat es auch geleckt. Aber jetzt cashen wir gerade einfach ab. Ich meine, es mag sein, dass das Spiel nicht so das Spannendste ist, um zuzugucken. Aber es ist honestly so ein gutes Spiel, um es zu grinden. Also so ein... Du musst nicht warten, dass irgendwas passiert. Du kannst aufleveln. Oh nein. Ich habe mich gestoßen. Ich darf nicht reden nebenbei so viel. Sonst verplapper ich mich nur. Ah, ich bin schon wieder... Nein! Früher war das so ein anderer dicker Mensch, da war das kein Zombie, aber das ist wahrscheinlich wegen Halloween jetzt. Na gut, das zählt jetzt Testrun. Ich habe eine gute Idee. Wir können, falls ihr das Spiel auch habt, oder wenn nicht, dann mache ich euch einen Link in die Beschreibung rein, wo ihr es runterladen könnt. Das ist umsonst, logischerweise. Wir machen umsonst Spiele hier. Könnt ihr euch das runterladen? Und dann können wir in den Kommentaren so unsere Scores schreiben. Beziehungsweise, ihr seht ja meinen, dann könnt ihr euren in die Kommentare schreiben und dann können wir gucken, wer den weitesten Highscore von uns hat. Und dann können wir so ein kleines, keine Ahnung, so eine kleine Mini-Competition machen. Dann, ne? Das wäre voll cool. Ich spiele weiter. Der Anfang ist immer so ein bisschen clunky, da muss der, glaube ich, die Welt noch laden oder so. Aber nach einer Zeit reißt er sich zusammen. Das ist, weil ich es am PC spielen muss, damit ich euch das zeigen kann. Weil ich kann ja logischerweise mich nicht mit meinem Handy hinsetzen und es gleichzeitig spielen und euch den Screen zeigen, weil, ne, das geht nicht. Bitte. Oh, ein X. Hex haben wir. Oh, hell yeah. Und wir haben die Sneaker. Super Sneaker. Oh, wir haben auch den Magneten. Oh, haben wir nicht. Wir haben den Totenkopf übersehen. Wir müssen die 20 Totenköpfe sammeln. Ich weiß nicht genau wofür, aber wir müssen. Oh. Free, save me! Wir wurden wiederbelebt. Umsonst, weil wir uns eine Ad angeguckt haben. Sneaken uns jetzt. Oh, das Jetpack! Ich habe das Jetpack immer geliebt!
Ja, das Jetpack, du bist so schnell und du swooshst so rum und du kannst so viele Münzen sammeln und du hast keine Hindernisse. Mal zwei! Wir cashen ab! Big time! Mit Pfeiltasten ist es nicht das gleiche Feeling wie mit dem Swipen am Handy. Not gonna lie. Au! Es fühlt sich an, als hätte ich ein bisschen Latency. Das ist kritisch. Meine Subway-Surfer-Skills lassen sich davon aber selbstverständlich nicht einschränken. Schlüssel! Let's go! Was bringt uns der Schlüssel? Ich weiß es noch nicht. Aber wir werden es bald herausfinden. Wir werden es bald herausfinden. Ah, ich will hyped. Ich weiß nicht, so Sachen aus deiner Kindheit. Ihr habt bestimmt auch irgendwas, was ihr als kleine Kinder oder so gespielt habt oder als, keine Ahnung, vor ein paar Jahren, als es rausgekommen ist. Und ihr habt noch so die ganzen Erinnerungen an die Musik und... Ah, nein, ich bin zu dumm. Ed! Wieder mal wurden wir gerettet. Scheinbar haben wir unlimitierte, kostenlose Ads, die uns retten. Oh Gott, ist das laggy. Gott, ist das laggy, da konnte ich nichts dafür, das war so laggy. Das ist kritisch, der Mann ist hinter mir her. Hell yeah! Alter, wir sind Hacker. Wir sind Hacker. Wir sind solche Hacker. Wir sind jetzt einfach hier oben. Ich hätte springen müssen. Wir hätten einfach oben bleiben können. Wir haben Coins. Big time. Was ist passiert? Neuer Highscore. 4. 1151. Aha. Oh, jetzt haben wir Coins. Jetzt können wir uns was kaufen. Okay, ich will noch das Jetpack upgraden. Das heißt, wir müssen noch eine Runde spielen, damit wir noch Coins kriegen. Okay, am Anfang läuft man so entspannt. Ne? Man joggt ja schon fast. Es ist mehr ein schnelles Gehen, als wirklich ein Rennen. Du bist wirklich der entspannte Typ, der so auf den Zügen lang rennt und, chillt sein Leben. Ich meine, offensichtlich, ja, ich sollte das nicht sagen müssen, aber offensichtlich ist es keine gute Idee, auf Zügen rumzurennen, ja, also tut es nicht. Das ist euch aber sicher klar, ihr seid ja nicht blöd. Oh mein Gott. Egal, ich brauchte nur ein paar Coins, ich wollte mir eigentlich nur mein Jetpack upgraden. Das ist die wichtige Aktion hier gewesen. Deswegen... Das ist nie passiert. So, es hat auch was Spanisches, die Musik, ja? Nicht, dass ich das irgendwie erkennen könnte. Aber, es wirkt... Es ist sehr catchy. Extra Kiste. Das Problem ist, mit Extra Kisten bin ich immer so hyped, zu wissen, was in der Extra Kiste ist, dass ich einfach quasi meinen Charakter umbringe, damit ich meine Kiste aufmachen kann, weil man das ja am Ende machen darf. Deswegen, ich weiß nicht, ob das so gut ist. Den kriegen wir, den Magneten. Nein! Oh, da bin ich dumm gesprungen. Aber nicht schlimm. Wir hätten uns eh umbringen können wegen der Extrakiste. Die cashen wir noch ab. Das hat sich ja voll gelohnt. Denn jetzt haben wir Trickys Hut. Stimmt, oh, man könnte andere Charaktere freischalten. I remember. Ja, nicer, nicer. Mein aktueller Highscore ist 4151. Ich bin mir sicher, ihr habt einen höheren Highscore. Ich hatte damals, glaube ich, auch einen höheren. Aber ich glaube, meiner war nie so insane. Deswegen, schreibt mir in die Kommentare. Ich spiele bestimmt auch noch mal eine Runde. Wahrscheinlich aber am Handy. Und dann kann ich euch da mein Highscore nochmal mit reinschreiben, damit ihr wisst, womit ihr, ne, euch auseinandersetzt. Und dann können wir gucken, wer von uns besser ist. Ihr oder ich oder wahrscheinlich ihr, aber vielleicht auch ich. Wir werden sehen. Falls euch dieses Video gefallen hat, dann würde ich mich sehr, sehr über einen Daumen hoch freuen. Das zeigt mir, dass ihr das Format mögt und dass ich damit weitermachen soll. Und wie immer, falls ihr weitere App-Vorschläge habt, dann ab in die Kommentare damit. Und dann mache ich das wahrscheinlich, weil ich meine zum Beispiel Subway Surfer war auch so ein Spiel, das stand viel in den Kommentaren. Und dann habe ich mich daran erinnert, dass ich das früher gespielt habe und jetzt... Ne? Haben wir das Video? Also ich versuche immer so ein bisschen auf euch einzugehen und dass ihr ein bisschen Mitgestaltungsfreiheit habt. Falls ihr neu hier seid und den Kanal noch nicht abonniert habt, dann tut das gerne und drückt auf den kleinen Knopf. Wir sind bald auf 100k, hoffentlich. Fingers crossed. Ich würde mich wahnsinnig freuen. Macht's gut, bis morgen. Ciao.